0% Zinsen. Es bleibt dabei, hat die Europäische Zentralbank jetzt beschlossen, trotz scharfer Kritik, vor allem aus Deutschland. Auch wer auf erste Signale für einen Kurswechsel gehofft hatte, wurde enttäuscht. Kreditnehmer kommen so weiter an billiges Geld, Sparer haben das Nachsehen. Ein wachsendes Problem. Die Preise steigen, die Inflation ist zurück. Stefan Schlösser zeigt uns die Folgen. Autofahrer gehören zu den Ersten, die es bemerken. Eine Tankfüllung kostet deutlich mehr. Aber auch Preise für Mieten und Lebensmittel haben angezogen. Zuletzt sprang die Inflation im Dezember auf 1,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Nicht mehr weit entfernt von den angestrebten 2%. Dennoch ändert die Europäische Zentralbank nichts an ihrer Politik des billigen Geldes. Wir brauchen jetzt weiter niedrige Zinsen, damit wir in der Zukunft höhere Zinsen haben. Die Erholung der gesamten Wirtschaft in der Eurozone ist im Interesse aller Staaten, auch Deutschlands. Damit bleiben auch die Zinsen fürs Ersparte weiter niedrig, nahe Null. Bei steigender Inflation verlieren Sparer damit real immer mehr Geld. Beispiel: Bei einer Inflation von durchgängig 1,7% sind 10.000 Euro nach einem Jahr nur noch 9.830 Euro wert. Mehr verdienen tue ich deswegen natürlich nicht, aber ich gucke halt, dass ich dann irgendwo anders Kosten einspare. Das ist eigentlich eine permanente Geldentwertung. Jeder, der mal eine Lebensversicherung in meinem Alter abgeschlossen hat, der beißt sich in den Popo. Aber okay, was soll man machen? Ein paar Möglichkeiten gibt es aber. Es gibt durchaus Banken, die einen Tick mehr Zinsen bezahlen. Schauen Sie bei Tagesgeldkonten, Festgeldkonten. Und wer einen langen Anlagehorizont hat, 15 Jahre, sollte auf Aktien zurückgreifen oder Indexfonds. Die Inflation wird in diesem Jahr voraussichtlich weiter steigen. Bei gleichzeitig niedrigen Zinsen wächst der Druck auf Verbraucher.